Community. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Gerade aktuell kurzes Video zum Thema Verbrauch. Wird ja immer wieder belächelt, was manche sagen. Natürlich stimmt die Anzeige nicht ganz genau. Wir haben es mal nachgelittert mit Sprit, also so getankt, dass man es mal wirklich nachgerechnet hat. Und es gab natürlich eine kleine Abweichung. Wir waren, glaube ich, bei 0,4 oder 0,3 Liter, was abgewichen hat zu dem Thema, was die Anzeige sagt. Nichtsdestotrotz sind wir bei aktuell Reisebordcomputer Durchschnittsverbrauch 6,6 Liter. Die letzten 348 Kilometer, und das spricht doch Bände. Das ist das, was die Leute immer sagen. Man kann die Autos nicht so fahren. Ja, ist aber nicht so. Also wir fahren hier im Drittelmix, wir fahren Autobahn statt Landstraße und man fährt nicht immer zimperlich. Und Spritverbrauch liegt beim X3 35 Diesel im Durchschnitt bei 6,6 Liter. Wie schon gesagt, es weicht in der Realität ein bisschen ab, aber es ist definitiv so, dass man dieses Fahrzeug sparsam fahren kann und trotzdem nicht irgendwie auf, ich sag mal ganz vorsichtig, schlecht. Ja, also man fährt trotzdem außerorts seine 100, seine 110 und innerorts seine 50, so wie es sich gehört. Autobahn 140, 150 ist auch kein Problem. Und der Spritverbrauch hält sich doch in Grenzen. Ja. Also ich habe da jetzt mal vor euch mal so ein bisschen einen Langzeitcheck zu machen. Mal gucken, was man mit einer Tankfüllung komplett fahren kann. Vielleicht bekommen wir da auch noch ein kurzes Video, einen kurzen Vlog hin zu dem Thema, was auf Langstrecke, lange Sicht machbar sind. Also so ganz grob, sage ich mal ganz grob, 1000 Kilometer sollten machbar sein. Ob das so ist, wird man mal, wie schon gesagt, schauen in einem nächsten Video. Genauso würde ich euch gerne mal noch mal ein Video machen. 0 auf 100, 100, 200 und 0 auf 200. Ja, da machen wir aber mal ein extra Video zu der ganzen Thematik, würde ich sagen. Und dann mal schauen, wie schon gesagt, jeden, wo es interessiert. Es ist ein F25, also die Vorgängerbaureihe vom X3, nicht das aktuelle Modell, das momentan auf dem Markt ist, sondern die Vorgängerbaureihe. Im aktuellen Modell heißt dieser Motor oder diese Typenbezeichnung 40D und in diesem Fall 35D. Allerdings sind alles beide 6-Zylinder, 3-Liter Biturbo. Das heißt, wir haben kein 35 und kein 40, sondern wir haben im Endeffekt ein 30, ein 3-Liter, der einfach mit zwei Turboladern bestückt ist und nicht nur wieder 30D mit einem. Daher natürlich auch die Mehrleistung, und natürlich sind hier auch diverse Bauteile im Motor natürlich geändert, andere Legierungen und so weiter. Im nächsten Video, wie schon gesagt, ich werde es euch versuchen, dass ich nochmal auf das Thema eingehe, wie entwickelt sich die Spritgeschichte und auch natürlich die Thematik mal Zeiten messen. Das Auto wiegt 2 Tonnen, ja, was kann das Auto, was bringt das Auto an Zeiten? Wie schon gesagt, da hängen wir mal die Performance-Box rein und schauen mal, was machbar ist. Zum Thema Videos, es kommt gerade relativ wenig. Ich sage es ehrlich, es gibt gerade ein paar andere Baustellen. Hier bitte ich einfach um Verständnis. Wir werden versuchen im nächsten Jahr, oder ich werde versuchen im nächsten Jahr, wieder deutlich mehr YouTube zu machen. Es gibt da ein paar Konzepte, mal gucken, wie die umgesetzt werden. Da freue ich mich schon drauf, da bin ich gespannt, da werde ich euch definitiv teilhaben lassen. Und da wird man, wie schon gesagt, ein paar Videos raushauen. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich trotzdem weiterhin auf euch. Ich bedanke mich für die zahlreichen Kommentare. Ich bedanke mich fürs Abonnieren. Ich freue mich auch, wie schon gesagt, über jeden Kritikpunkt, über jede Anregung, was man anders machen könnte. Ich werde weiterhin so machen, wie es jetzt aktuell gerade ist, wie schon gesagt. Aber wenn es irgendwas gibt von eurer Seite aus, was ihr sagt, ändern, anders machen, dann wird man das natürlich mit einfließen lassen. Wir hatten ja die Thematik, dass jemand gesagt hat, zu viel Werbung. Ja, kann ich verstehen, in 10 Minuten 5-mal Werbung muss nicht sein, wird man dran arbeiten und im
besser. Jetzt wünsche ich euch eine ruhige und erholsame Nacht. Wünsche euch alles, alles Gute und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis bald. Ciao.